Die schimmernde Eiswand scheint alle Wärme aus dem Raum zu ziehen. Die Kälte verbrennt dir die Haut. Und du ziehst deine Hand zurück, bevor du sie berührst. Ja, das ist das weiße Nichts. Ich habe endlich den Frostbruch gefunden. Wenn ich den Splitter in die gefrorenen Tür platziere, wird sie geschlossen. Ich habe Mittagsfrost gefunden. Grimgrans Tempel in Altlied. Der Frostbruch muss hier sein. Wenn ich ihn finde, kann ich mit dem Splitter aus meinem Traum. Mit dem Schlüssel aus meinem Traum schließen, so wie Rimkrat es wünscht. Aus dem Boden erhebt sich ein Podest aus schwarzem Eis. Der Altar wird von langen, fingerartigen Eiskristallen umgeben und durchbohrt, die so hart und klar wie Diamanten sind. In der Mitte des Altars wurde ein Loch gemeißelt. Tiefer als ein paar Zentimeter kann es zwar nicht sein, aber es saugt trotzdem die Luft um dich herum an. Das Loch mit Rimkrats Splitter schließen. Der Splitter passt perfekt. Während sich deine Position stabilisiert, löst sich die Kälte um den Altar herum auf. Gleichermaßen scheint das Portal vor dir dicker zu werden und das mysteriöse Leck verengt sich. Der Frostbruch in Mittagsfrost, der nun nicht mehr als eine absolut glatte Eiswand ist, liegt ruhig da. I'm here. Ja. Oh, ich bin jetzt bei den Reißzähnen Exzentriker. Aber gut, wir können uns jetzt hier endlich frei bewegen. I suppose it can't be helped. There you go. Not sure how I feel about this. Hope that helps. Not sure how I feel about this. Und ja, ich knacke einfach alle Schlösser. Rätselhafter Gott der Kälte. Ja, klauen möchte ich nichts. Also Clown-Symbole und rote Schlösser sind für mich böse. Look there. Not sure how I feel about this. Hope that helps. Was ist mit dir geschehen? Was kannst du mir vom Frostbruch sagen? Von denen, die dich gefangen halten? Lauf los. Sie wendet sich zum Gang ihre großen Ohren nach vorne gedreht. So schnell wie meine Füße mich tragen. Sie huscht. Auf ausgemergelten Armen und Beinen zur Tür. An der Tür blickt sie zu dir zurück. Danke, Estrabo, und sei vorsichtig. Sie verschmiss mit dem Schatten. Ups. Da bin ich auf das C gekommen. So, dann können wir uns hier drüben noch umgucken. Fertig. Ja, ich habe Alva in einem Raum im Hinterteil von Mittagsfrost gefunden. Wobei, wir sind hier erstmal. Ich habe Mittagsfrost gefunden. Die Glamfäden haben sich hier eingerichtet. Keine Frage. Wenn sie für Alvas Verschwinden verantwortlich sind, werden sie es wohl kaum zugeben. Aber vielleicht gelingt es mir, sie selbst zu finden. Ich habe Alva in einem Raum im hinteren Teil von Mittagsfrost gefunden. Gefangen. Sie hat mir berichtet, dass die Glamfäden sie gefangen genommen haben, als sie sie beim Herumschnüffeln ertappt haben. Sie will, dass ich ihr zum Verfluchten verhelfe. Alva ist aus Mittagsfrost geflohen. Lara wird froh sein, sie zu sehen. Aber sie wird auch meinen Bericht hören wollen, was im Tempel geschehen ist. Hope that helps. Oh. Zweihändiger Kampfstab. Will ich aber nicht mit Bogen vergleichen, sondern mit dem Stab vergleichen.
Ja, ist hervorragend. Waffenreichweite, Feinde gebunden, Frostschaden. Ja. Winterweh-Zauberbuch. Na, Alof, was da drin? Was war doch? Oh. Gefrierende Säulen. Das ist nicht schlecht. Das nehmen wir auch. Den nehmen wir auch. Explosion hier rein, das hier rein und das hier rein. Für die beiden Stufen haben wir noch nichts. Gut. Jetzt haben wir noch das hier zu Not knacken. sure how I feel about this. Hope that helps. Trotz Kälte ist es im Bettzeug warm. Auf dem Leder des Zeltes wurden dicke Felle befestigt. Oh, Not Dietrich. sure how I feel about this. There you go. Weißer Kristallschlüssel. Wahrscheinlich kann man damit die meisten Türen hier öffnen. Oh ja, wir sind die Mittagsfrost durch. Können noch mal den Rachen da die Quest mit der Schwester abgeben. Und dann die Quests der Götter abgeben. Die Orlanderin steht unter dem freien Himmel und saugt begierig die Luft ein. Ich will mich wie neu geboren. Sie schlägt dir auf die Schulter. Komm doch einmal zum Rachen. Die übrigen Reisenden würden gewiss gerne die gerissenen Estramon kennenlernen, die mich befreit hat. Die gerissene Estramon. Ja, ich habe ja auch vor, zum Rachen zu gehen. Ein Estramon. Ich habe gehört, er hat die Bestien besiegt. Ja, eine davon jedenfalls. Was für dich hier? Ich habe Alva gefunden. Sie hat mit mir bei. Du hast sie mit eigenen Augen gesehen. Ich habe sie aus Mittagsfrost befreit. Sie genießt nur noch die frische Luft, ehe sie zurückkehrt. Sie schüttelt ein Seufzer der Erleichterung aus. Du hast die Reißzähne und mir einen großen Dienst erwiesen. Narrate erneut Tiefheit. Ich habe mich in dir getäuscht, Estramor. Ich habe dich nicht wahrhaftig gesehen. Bitte nimm dieses Geschenk an, das deiner Ehre und deiner Fähigkeiten würdig ist. Oh, mit den Reißzähnen habe ich mich jetzt außergewöhnlich verbessert. Bin aber immer noch ein Exzentriker.
Ja, ich bin eigentlich ziemlich gut dabei. Nur mit den Dominal und den Ethiknoll bin ich eigentlich schlecht. Exzentriker sein ist aber auch nicht schlecht. Alva winkt dir mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu. Ihr Fell ist jetzt glatt und glänzt und die Augen funkeln verschlagen. Schön, dich wiederzusehen. Wie geht es dir? Gesund und munter, dank dir. Nicht, dass Lara mir Gelegenheit geben würde, mich auszuruhen. Sie blickt auf eine andere Orlanerin. Meine Schwester sorgt dafür, dass ich mir meinen Unterhalt verdiene. Du saßt ja auch lange in dieser frostigen Zelle fest. Deine Glieder müssen sich erst wieder an die Bewegung gewöhnen. Lehre mich dein Wissen. Wenn du mithalten kannst. Talisa hat Blutjäger erhalten. I'm here. Blutiger Jäger. Das ist nicht schlecht. Schadensreduktion für Hieb und Stich plus 1 und 1 auf Heimlichkeit. Many blessings, traveler. Du bist hier immer willkommen, Karev. Was habe ich eigentlich noch von ihr gekriegt? Schuppen des Raben. Ist aber auch nur eine gute Rüstung. Mal kurz gucken, wie sieht sie aus? Wie Rabenschuppen. Eigentlich ein bisschen wie die von Eder, weil das ist ja auch nur ein Schuppen. Ding. Naja, das Ding auf hervorragend bringen wäre eigentlich was, was ich gerne tun würde, aber dafür bräuchte ich eine Adratrachtschuppe. Und Stufe 12. Bei Alof würde schon außergewöhnlich reichen mit einem Saphir und einem Vitrakirn. I'm here. Ich weiß ja, wo ich Vitrakirne wesentlich mitkriege. Nun können wir unsere Kraft wieder in die Jagd stecken. Also ja, zurück zu den Göttern. Also zurück nach Tir Evron. Dum, di dum, di dum. Die Geschichte wird es nicht eher, wenn die Starken die Schwachen niedermetzeln. So, dann auf nach Tir Evron.